Heute möchte ich in die Richtung gehen, dass wir alle fühlen, die ganze Zeit. Und dass wir alle auch uns immer mal wieder beschissen fühlen. Und dass wir alle antrainiert und auch aus inneren Wünschen heraus meistens so schnell wie möglich über dieses unangenehme Gefühl hinwegkommen wollen. Und dann oft Dinge tun, um nicht zu fühlen, was auch immer wir gerade fühlen. Und im Deutsch ist es ein bisschen herausfordernder, darüber zu sprechen, weil die Wörter dieselben sind. Und ich versuche es trotzdem. Und ich bitte euch beide, einfach Christa und Michael, so ein bisschen unter die Wörter auch zu hören heute. Weil wir können uns ganz schnell an, ja, aber jetzt hat sie Gefühl gesagt und dann sagt sie aber das andere Gefühl und so hängen. Genau. Und ich möchte mit einem Beispiel von mir beginnen, um dann zu Sid zu wechseln, was er darüber sagte. Und auch da, ich habe es heute erneut gehört und wenn mein Kopf nicht an der Garderobe hängt, dann konnte ich mich alle zwei Sätze verlieren in what did he say? And he just said something else and what? Und als ich meinen Kopf wieder an die Garderobe hängte, fühlte ich, was er meint. Und das ist so die Richtung zum Hören auch heute und vielleicht so ein bisschen diese Tür zu öffnen. Gestern Nachmittag und heute Morgen, Shelly und ich hatten eine Auseinandersetzung im Sinne von, we were not on the same page gestern Vormittag. Wir hatten etwas getan und erlebt und wir waren, kamen einfach von ganz anderen Orten. Und ich bin seit 3 Wochen mit Kindern und Kegel und Familie zu Hause. Das bedeutet auch 24/7 und wenig Schlaf zum Beispiel. Ich wusste, I'm already in a low state. Meine Laune ist schon so ein bisschen wobbly. Und unsere andere Ansicht hat dazu geführt, dass ich darüber nachzudenken begann. Und was passiert, wenn wir denken? Wir fühlen alles, was wir denken. Und das war bewusst oder unbewusst so der ganze Nachmittag präsent. Und ich war ein bisschen aufgeregt oder traurig oder zweifelnd oder genervt. Also so all diese Gefühle und Gedanken, die sich so in dieser Form bewegen. Was heute der Unterschied ist, ich habe, währenddem ich mich so gefühlt habe, 2 Stunden Videos von uns gesichtet, um gewisse Teile rauszunehmen. Ich habe eingekauft, gekocht, meine Schwiegereltern draußen empfangen mit Glühwein. Ich habe 10 Minuten auf der Toilette verbracht alleine, einmal geweint und ein zweites Mal bin ich einfach ein bisschen gesessen und einen Winterspaziergang. Früher hätte
diese Auseinandersetzung dazu geführt, dass ich entweder nichts oder Dinge getan hätte, um diese Gefühle nicht zu haben. Was ich heute erfahre, ist, ich habe diese Gedanken und Gefühle, ich fühle mich scheiße, unsicher, zweifelnd und ich sehe, wie ich diese Gedanken und Gefühle habe. Und ich kann diesem lebendigen Sein, Gefühl darunter, darum Gefühl, Gefühl, das ich vorher angesprochen habe, diesem, ich bin angebunden an das Leben, trotzdem folgen. Und was passiert ist, dass dieses Oben viel weniger tödlich daherkommt, viel weniger hoffnungslos, viel weniger eng, sondern in einer fast Weite erlebt werden kann. Und ich spüre, dass wenn ich die 10 Minuten Toilette brauche und ich spüre, wenn ich den Winterspaziergang brauche, nicht um es nicht zu fühlen, sondern weil das jetzt gerade der Moment ist, um rauszugehen, um den Kopf zu lüften. Und natürlich hat es den Teil drin, dass ich das Gefühl von Unsicherheit, Zweifel, Angst und Chaos schneller verflüchtigt, ohne dass ich etwas dagegen tun muss. Nur indem ich bewusst bin, es fühle und habe und trotzdem dem folge, was sich darunter für mich zeigt. Und das nimmt dem Ganzen, ich hatte Angst vor diesen Gefühlen früher. Ich wollte die nicht haben. Und ich dachte, wenn ich die habe, dann tut es mir und meinem Leben und dem, was ich tun will, nicht gut. Und heute kann ich die haben und trotzdem mitten im Leben weitergehen. Und das ist der Unterschied. Und the feeling sit, auf das sie zeigt, ist dieses lebendige am Leben sein. Gute Gefühl, egal was mit uns sonst gerade ist darunter. Und das Bewusstsein, wenn wir diese anderen Emotionen haben und Wahrnehmungen haben, wo wir gerade sind in unserem Kopf. Und was ich zu 100% weiß, wenn ich diese Wahrnehmungen habe von meinen Gedanken und Gefühlen, dass dort für mich nichts zu sehen, zu klären und zu entscheiden ist. Also ich muss nicht um 5 Uhr nachmittags Shelia anrufen in Aufregung, weil wir jetzt sofort was tun müssen, sondern kann warten, bis sich etwas zeigt, das vielleicht für uns wichtig ist zu sehen. Und das ist, es gibt auch Dinge, die für uns darin wichtig sind zu sehen. Aber die haben nichts mit meinem Ich arme und was ist das und wir kriegen das sowieso nicht hin und wir müssen sofort sprechen zu tun. Dieser Inhalt, der ist nicht relevant, aber ich kann trotzdem damit sein und das fühlen. Genau.
Und was wichtig ist, mein Erlebnis ist so, wie es ist, weil es Form Lea ist. Und trotzdem ist die Funktion, wie es funktioniert bei allen, dieselbe. Bei dir können es andere Geschichten oder Dinge sein, die dich dorthin bringen, aber die Funktion ist dieselbe.